Okay, das Holz kann ich anscheinend nicht tragen. Ach, hä, warum denn nicht? Ach, jetzt. Brauchen wir immer noch Holz? So. Ich guck mal gerade. Grundsätzlich brauchen wir es immer. Holz habe ich jetzt 200, aber das heißt, es reicht genau für 5 Teile. Sonst habe ich noch ein bisschen weiter Holz. Also, ja, wir brauchen generell noch ein bisschen was, solange das Haus nicht stehen darf. Die einzelnen Teile sind halt alle recht teuer. Ich hol gerade schon wieder Sand für Leben nice. Lang. Na. Super. Die arme Mandy, die hier bewusstlos liegt. Körper ziehen, ich zieh sie mal nach oben so ein bisschen. Auf Nummer sicher. Oh, hier sind 4 Raptoren. Oh nein, jetzt wollte ich fast die Strohdecke abreißen und nicht die Mandy liegen lassen. Körper fallen lassen, so. Wo bist du gerade, ey? Da, wo die Kakteen sind, da so links lang. Ja, aber das Haus sieht doch schon ganz, ganz ansehnlich aus. Wirklich, ich will diesen Baum fällen und es stellt sich erst mal fetten Morellatops vor meine Nase. Oh nein, ich wollte den gar nicht den Schnu nehmen. Oh, ich sehe schon, wir haben echt keinen Kaktussaft mehr drin. Nee, ich bin aber auch gerade wieder am Sammeln. Gut. Gut, aber wenn ich nochmal auf die Uhr gucke, bin ich mir nicht ganz sicher, wie lange wir aufgenommen haben. 1 Stunde. Meinst du eine Stunde? Ungefähr, ja. Na gut, dann machen wir noch ein bisschen. Denke ich. Halt es nicht an mir fest, ne? Ich soll dich nicht festhalten? Ja. Halte mich fest. Wenn wir noch eine halbe Stunde machen, ich kann ja mal Zeitwächter spielen. Nee, ich mach mal immer nochmal, ich guck mal auf die Uhr, so, dass wir noch so bis halb machen, denn ich denke mal, das passt dann ungefähr. So was ich so grob mitbekommen habe. Aber ihr seht schon, wir haben alle ein schlechtes Zeitgefühl. Da kommt die Julia angelaufen, ich sehe sie. Ja. Ich schmeiß dir einen Begrüßungsbumerang entgegen. Nein. Bin so schnell. Damit bist du ein schwer zu treffendes Ziel bei der Geschwindigkeit. Ich bin ein Schwergewicht. Boomerang. Mir fehlt ja der kleine Detlef irgendwie. Aber guck, ich finde, man sieht schon den Lehmunterschied. Ja, warte, ich bin ganz langsam gerade. Ich komme gleich erst zur Tür rein. Also ich denke mal, wir brauchen noch so 1, 2, noch so 3 Fundamente oder so. 4, nee, 5. Das sieht auf jeden Fall besser aus als mit dem Stroh. Meinst du? Ja. Okay. So, also wir haben jetzt erstmal wieder genug Zeit. Jetzt brauchen wir nur noch. Ich finde, also besser sieht es, finde ich, einfach aus. Es sieht halt einfach richtiger aus, also wie ein richtiges Haus. Mm. Ah. Ja. Ja, wird er jetzt auch mit der Zeit dann. Also Juju, ungefähr, meinst du hier bis hierhin oder noch eins weiter? Also bis hierhin? Wird schon bis, also da, wo es jetzt, wobei. Noch eins weiter oder bis jetzt? Das sieht da ein bisschen doof aus. Denn wieso? Ich würde es, glaube ich, noch eins weiter tun. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ja, kann man ja sehen, also kann man auch zumindest immer abreißen, ja, doch, ist ja kein Problem. Einfach. Also bald jetzt dann der Day mit seinem Kaktussaft kommt, Ich mache jetzt auch den Rückweg. Sind wir ready. Moment, da ist noch die Baustelle des Hauses. Also. Oh, hallo Day. Hallo. Ja, aber das wird hier doch ganz hübsch schon. Mal wieder Ausdauerregler hier. Ja, die haben nicht besonders viel, ne? Nee, leider nicht. So. Ich muss auch gleich mal ein bisschen so mein Inventar aussondern. Ich habe da so viel Samen und so ein Zeug dabei. So. Brauche ich alles nicht, und die Holzkohle auch nicht. Wofür braucht man Holzkohle? Holzkohle brauchen wir später, um Zündpulver herzustellen. Okay. Die braucht man, um Patronen herzustellen. Okay. Rollade. Ja. Ich glaube, ich nenne jetzt wirklich Rollade oder. Oh. Oder Rollmops. Auch noch ein bisschen Holz gleich mitgebracht. So? Ah, super. Ja, Holz haben wir ja auch immer. Ich habe auch schon mal ein bisschen Kaktussaft rausgeholt. Na gut. Ich bin bei den, Ich habe eigentlich gerade mit Rollmops geredet, aber... Ach so. Oh, Entschuldigung. Haben wir noch irgendwo Lumi? Platz, um das Holz unterzukriegen in den Kisten? Schmeiß es mir kurz einfach mal her und guck mal, Lumi, was meinst du? Warte. Noch eins weiter? Wo bist denn du? Hier bei dem Anbau. Ach, da.
Noch eins weiter, also, oder bis hierhin nur? Ich hab Holz noch hier in die erste Kiste reingepackt. Ich glaube, eins weiter sieht blöd aus, wenn das dann so ins Wasser reinragt, oder? Glaube ich gar nicht mal so. Ich weiß aber nicht, ob das. Ich könnte es ja mal probieren. Ich kann mal einen zweiter machen dann gleich. Aber erstmal mache ich die anderen. Bitte erstmal Leben brauchen, ja, wir brauchen deinen Lehmanschiss. Warte, du wolltest ja, du mir das Holz haben. Ich habe sogar noch ein bisschen Sand. Wir können 200 plus herstellen. Nice. In den anderen Dings sind ja auch noch was, ne? In den anderen. Ach so, stimmt. Oh, ich bin überladen. Ich kann mich nicht bewegen. Verdammt. Das war zu viel Holz. Ah, wer hackt denn da so? Das war ich gerade. So, wie viel braucht man nochmal immer für ein Fundament? 80, glaube ich. Es läuft ja auf Hochtouren hier. Ich sehe schon. Ich sammle das Holz mal so lange ein. Ich habe das auch gleich nehmen. Na, hier ist noch Platz. Ich gehe dabei nochmal zu Rollmops oder Roulade oder. Ich glaube, wir brauchen mehr Platz zum Lagern. Ja, sehe ich auch so. Das war am Anfang in den Möglichkeiten, die wir am Anfang hatten, war das halt okay, aber jetzt. Kann schon jemand einen Schrank? Nee. Warte. Ich kann keinen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Alternative zu den Kisten erstmal. Bei dem Tempo, wie diese Lehmteile hier so arbeiten, stelle ich mir vor, wie so einer davor sitzt und so. Pff, echt. Ich habe einen Schrank gelernt. Was brauche ich denn dafür? 50 Holz. Ach, Fabi hat wieder das ganze Holz gemobst. Kann noch welches holen gehen. Okay, bist du noch da, Lumi? Ja. Schaust du noch mal ganz kurz, weil jetzt ist es so, so wäre es dann jetzt fertig, wenn wir nur diese Reichweite, wenn wir nur so weit rausragen lassen. Könnt oder halt eine Reihe weiter. Können auch unsere Jeboas als Lagerort benutzen. Soll ich mal eine Reihe weiter probieren? Also ich glaube, es sieht merkwürdig aus mit einer Reihe weiter, aber du kannst gerne einfach mal eins dahin packen, um es auszuprobieren. Okay. Die Frage, ob du überhaupt bauen kannst. Ja, kann ich. Geht, finde ich. Und was meinst du, Lumi? Geht, finde ich noch. Ach, das ist auch der Jock, ja. Was meint ihr? Ja, dann mach einfach eine Reihe hin, wenn du eh jetzt schon eins dran hast. Okay. Alles klar. Ich guck mal gerade. Ja, Lehm. Lumi, ich meine Juju. Achso, du hast wieder angeschmissen, genau, sehr gut. Ja. Ich kann auch ganz gleich, bin ich 25. Das linke hast du nicht angeschmissen, Juju. Ja, Juju. Weil ich brauche noch ein bisschen. Aber im linken ist noch Sand drin, ja, und so. Ja, mache ich gleich. Tut mir leid. Ja, diese Arbeitsmoral. Schande über mich. Oh, hä, wo ist Rollmops hin? Ach, hey. Ich hab auch noch ein bisschen Holz über, also. Ich glaube, das verbrauche ich nicht alles. Was kann ich wieder nicht alles mehr nehmen? Mehr Holz brauchen wir schon. Ja, klar. Also noch drei Fundamente brauche ich genau. Ich bin schon, aber dann mache ich dir das zweite auch noch an. Nee, noch ein Fundament und dann kann ich mich an die Wände setzen. Was meintet ihr? Ich würde sogar fast noch eine zweite Tür dann machen, also dass man quasi in diesem L auch noch reingehen kann. Ja, grundlegend nicht verkehrt auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall praktisch, wenn man nicht immer ums Haus rumlaufen muss, um rein oder rauszukommen. Ja. Lehmrampe. So, Türrahmen. 30. Okay. So. Schau mal, Juju. Hm. Was meinst du hier so dazu?
Ja. Hier ist dann auch noch eine. Noch ein Eingang. Ja. So, was meinst du da, neben Fenster oder? Ja, kannst du machen. Okay. Links und rechts jeweils oder soll ich da hinten vielleicht gar keine Fenster machen? Also hier würde ich Fenster machen. Also nicht neben, ich meine jetzt, ich rede jetzt gerade von neben der Tür. Kannst du auch, aber im Grunde hat man die gleiche Sicht, wie wenn man hier vorne steht. Also würdest du keine bauen da? Also da nur eine normale? Mm, ja. Ich hab mal zwei Schränke hergestellt. Hey, Innenarchitekt Fabi, bitte platzieren. Okay, Moment. Julia, wo würdest du Fenster hinmachen? Ja, hier. Okay, ich habe zwei Fenster. Eins, nur eins oder zwei nehmen oder links und rechts Fenster? Willst du in die Mitte tun? Wobei. Oder soll man hier vielleicht, nee, soll man hier vielleicht lieber passiert? Eine Decke hinsetzen und vielleicht dann hier vorne eine Terrasse hinsetzen? Ja, das könntest du auch machen. Das überlegen. Oder? Ja, dann machen wir doch da eine Terrasse hin und machen hier also links und rechts ein Fenster hin, oder? Ja, nicht. Nee, die haben gerade sich noch so alle gleichzeitig gekratzt, dass das so raus ist, wenn irgendwas. Okay, ich bin übrigens gerade Level abgekommen. Das heißt, ich kann jetzt die Kleidung herstellen. Dann würde ich das Ganze mal an. Motten fangen ist angesagt. Pelzmütze. Ach, hier sind Pelzsachen hier. Echt? Ist das Pelz? Pelz ist gerade, kann ich herstellen. Ich gucke mal gerade. Und das andere, was ihr meint, glaube ich, ist 30. Ah, ja, Mist. Und nee, warte mal, Gott, 30? Ich weiß, ich kann's nicht sehen, was das ist. Ich guck mal gerade. Hast du eine Ahnung, wie das heißt? Was ist denn das für Kleidung, also, die da? Ach hier, Wüsten, vergiss es. Wüstenstoffhemd. Wüstenstoffhose. Gibt's davon auch eine. Da gibt's ein komplettes davon Outfit, noch mehr? Ja, aber das gibt's wahrscheinlich dann erst 5 Level später. Wie halt immer. Ah, ich kann bis jetzt nur Hemd und Hose, genau. Und ich guck mal gerade, was die benötigen. Stoffhose, Stoffschuhe. Wüsten. Wo ist es denn? Ach so, das kann ich hier nicht herstellen, dafür brauche ich wahrscheinlich irgendwas. Oh, braucht man eine Werkbank für. Oh je, na. Da müssen wir noch eine Werkbank herstellen. So. Warte, Werkbank hatte ich schon gebaut. Hey, 25. Nee, aber so ist man auch schon mal ganz gut vorangekommen. Ich glaube, dass ich dann nämlich hier nach hinten, da wo das Wasser ist, dass ich da so eine Terrasse hinmache. Die Frage ist nur, ob die Terrasse, wäre das vielleicht sogar sinnvoller, wenn wir die ein Stockwerk höher machen. Dass wir die Terrasse nicht über dem Wasser direkt machen in der Ebene, sondern eine höher. Oder wie halt das, wie ich schon gemacht habe auf der einen Ebene. Ja, kann man auch machen. Dann hat man einen besseren Overall-Blick. Ja. Genau, also so wie die da halt, aber auf der anderen Seite, Jojo, was meinst du dazu? Okay. Dann sind wir noch schon ganz gut vorangekommen. Und weißt du, was mich ein bisschen stört? Dass wenn du hier hochkommst, also halt, dass du hier halt zwei Plätze frei brauchst, weißt du, das ist ein bisschen doof. Das stört mich so ein bisschen. Moment, kann man auch ein Lehmgeländer eigentlich bauen? Da war doch mal irgendwas, Holzgeländer. Gibt so einen Lehmzaun. Ja. Kann man, zählt der als Gelände? Oder kann man den also einfach nur auf die Rampe setzen? Oder wie wird der gesetzt? Ich guck mal gerade. Lehmgeländer hier 2. Ich guck mal gerade. Es braucht Stroh. Boah, braucht das viel Lehm. Na toll. Jojo. Ja. Ah, guck mal. Nein. Oh, ich bin runtergefallen. Das ist ja schon wieder passiert. Was machen wir jetzt? Du kannst dich darüber, da ist ein Strohhalm. Hängst du gerade etwa fest? Ach komm, das ist doch scheiße. Hängst du hinter der Treppe, ja, oder? Ja. Wie war das Krabbeln, habt ihr doch gesagt, ne? Ja, aber du kannst dich rauskrabbeln, glaube ich, bei der Lehmwand. Die ist breit. Wie war das? Wie war das in X? Hm. Versuch mal hier durch zu krabbeln. Hier. So, jetzt geht's. Meine Güte, echt. Wir müssen nochmal dann irgendwann nämlich diese Truhen, können wir dann eh mal da wegpacken.
Ich habe hier zwei Schränke reingepackt in die erste Truhe. Ne? Aber nee, hast du schon. So geil, ich habe zwei Schränke in die erste Truhe gepackt. Das hat sich auch so gut an. Einfach. Nee, hast du schon rausgenommen, oder? Nee, ich war das nicht. Ich glaube, ich sind ja noch. Ah ja, da hinten sind sie. Ich habe mal gerade das Geländer gebaut. Ich will das nämlich mal gucken, dass ich da oben, wenn man die Treppe schon hochgeht, dass man da vielleicht ein Geländer setzt. Ich bin halt auch am Überlegen. Findet ihr, dass diese Treppe hier gut platziert ist oder soll man die vielleicht woanders hin platzieren? Besser kannst du sie nicht platzieren, sie ist immer im Weg. Ja, ich kann sie, ja, aber ich kann sie in irgendeine Ecke setzen. Ich kann die zum Beispiel, guck mal, ich könnte die hier so, hier hinten hinsetzen, dass man hier hinten und dann hier hochgeht. Nee, da kann man in eine Ecke fallen. Oh, drei Terrorbirds. Dang. Also du würdest dich schon hier so setzen, ja. Wo bist du denn? Fast zu Hause. Richtung. Ich will mal Taming Cage sagen. Okay, ja, ich weiß, was es ist. Ja, oh. Das geht sogar mit dem Lehmgeländer hier oben. Ja. Schau mal, Juju. Oh ja, ich sehe die Schadenzahlen aufploppen. Oh. Ich komme halt auch einfach nicht weg, weil ich überladen bin. Oh nein. Ich komme. Oh, davon ist eine Banane. Lustig. Okay. Das war knapp. Habt ihr sich schon bekämpft? Ja, alle tot. Was? Oh, mein armer kleiner Raptor. Das ging ja schnell. Was soll Detlef da sagen? Detlef ist einfach kollateralmäßig gestorben. Mobs gestorben. Ja, Detlef ist aber durch Zufall außenrum gestorben. Nein, nicht durch Zufall. Er hat sich mit reingetan in den Kampf. Er wollte Rolade beschützen. Ich muss ehrlich sagen, dass dieses Geländer aus Lehm irgendwie nicht so gut ausschaut wie das Holzgeländer, ne? Guck mal, die Treppe. Ja, einfach hier krabbeln und dann über die Kiste hüpfen, genau. Krabbeln bis zur Kiste und dann über die Kiste, genau, sehr gut. Krüppeln, ja, sehr gut. Gut, damit verabschieden wir uns dann aber auch, haben doch jetzt eigentlich hier schon ganz gut was geschaffen. Unser Haus ist schon deutlich größer, naja, es ist jetzt eigentlich kein Haus mehr, es ist eine Baustelle, aber egal. Dann verabschiede ich mich hier und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.